Herr Albrecht, Präsident des Verbandes Deutscher Tonmeister, stellen Sie uns bitte die Arbeit und die Ziele des Verbandes bitte kurz vor. Naja, der Verband ist eigentlich dafür da, ja, dass Audio den Stellenwert bekommt, den es verdient hat. Nicht? Ich meine, wir wissen alle, wir schreien immer Hurra, wenn es ein gutes Bild gibt, aber wenn wir mal dann hinter die Kulissen schauen, zu einem guten Bild gehört natürlich auch ein guter Ton, ein guter Sound, und das Ganze kommt manchmal etwas zu spät. Dem wollen wir etwas entgegenwirken und sagen, diese Arbeit von den Kollegen sollte auch honoriert werden. Und nichts ist schöner, als wenn man beide Seiten positiv hat. Also sowohl das Bild als auch den Ton. Wenn das beides von hervorragenden Fachleuten gemacht wird, dann ist das der optimale Genuss. Der VDT 2010, erstmalig beim Metasystem-Kongress dabei. Sie selbst haben einen Vortrag gerade zum Thema Mikrofonierung akustischer Instrumente in der Popmusik gehalten. Können Sie uns kurz die Herausforderungen für die Beschaller nennen? Naja, meine Seite ist ja nicht so sehr die der Beschaller, obwohl das natürlich inzwischen ineinander übergeht. Nicht? Es sind die ähnliche Problematiken, aber Sie müssen ja bedenken, bei einer Beschallung haben Sie ja noch immer den Live-Anteil des Sounds und sowas. Mein Bereich ist eigentlich mehr die Studioarbeit. Und da wird gerade im Bereich der akustischen Instrumente und der Probleme mit der Mikrofonierung werden eigentlich sehr viele Fehler gemacht, die man von vornherein vermeiden kann. Und meine Intention ist es eben gewesen, da den Kollegen eine Hilfestellung zu geben, diese Fehler von Anfang an zu vermeiden und dann zu sagen, okay, das kann ich ausschließen oder sowas, das hat Bestand, das wurde ausprobiert, tausendfach oder sowas, und so gehe ich auf eine Sache zu. Nicht, denn das Rad muss ja nicht jedes Mal neu erfunden werden. Das ist also diese Möglichkeit gewesen. Und insofern haben wir jetzt hier diese VDT-Akademie jetzt auf Wunsch der Messe mal etabliert, um, naja, ich möchte mal sagen, den Leuten die Gelegenheit zu geben, solche Basics einfach mal kennenzulernen. Nicht, denn das Ganze ist ja ein Konglomerat aus Instrumentenkunde, aus Mikrofonkunde, aus Akustik. Ja, und wie bringe ich das Ganze zusammen, dass es zu einem exzellenten Sound kommt, ohne dass ich jetzt mal gleich an die Knöpfe daran gehe oder sowas und da wild rumfummle, die Knöpfe, die die Welt bedeuten, sondern es ist die Basisarbeit, die für eine gute Aufnahme ausschlaggebend ist. Akustische Instrumente kennt man ja auch stark aus der Klassik. Wo liegen da die Unterschiede? Die sind gar nicht so groß. Das ist es ja. Der Fehler wird eben meistens gemacht. Wenn ich akustische Instrumente in der Popmusik einsetze, dann sollte ich eigentlich auch diese Gesetzmäßigkeiten beherrschen. Es muss nicht so streng sein wie in der Klassik, weil wir ja in der Popmusik meistens näher rangehen. Das heißt partielle Mikrofonierung. Da verlieren wir allerdings den Gesamtklang eines Bildes, also eines Instrumentes. Nicht? Und deswegen kann es sein, dass wir dann ein einzelnes Instrument, egal ob nun Blasinstrument, Schlagzeug, Bass oder sowas, mit mehreren Mikrofonen an verschiedenen Stellen abnehmen müssen, um damit dann das Gesamtbild zusammenzubasteln. Aber wir vermeiden natürlich Übersprechanteile von anderen Geräten oder von anderen Instrumenten. Eine letzte Frage vielleicht noch. Ihr persönlich spannendstes oder schwierigstes Instrument hinsichtlich der Mikrofonierung? Man sagt immer Schlagzeug, weil da am meisten rumgemacht wird. Ja. Also es wird verkurvt, wie ich immer sage. Wenn man eine Schlagzeugaufnahme von Anfang an sieht, was ist es, ja, wie ist es puristisch und was kommt dann später dabei heraus mit den ganzen Räumlichkeiten, mit Samples, die drauf gemacht werden oder sowas, 18 Mikrofone im Einsatz, sagt man eigentlich. Ich sehe es eigentlich nicht. Es kann sein, dass eine kleine Flöte viel schwieriger aufzunehmen ist mit einem guten Raum, mit einem guten Mikrofon als irgend so etwas. Nicht? Das kommt immer auf den Maß, auf das Maß der Nachbearbeitung drauf an. Nicht? Gehe ich überhaupt auf den Originalklang oder ist das für mich nur ein Ausgangspunkt, um dann in eine völlig andere Welt zu starten? Das ist eben die große Frage. Wie mache ich das? Was habe ich für eine Stilistik? Was soll das Endziel sein? Ich meine, wir haben von der Salsa über die Rockmusik, ja, über, weiß ich nicht, Jazzmusik, ja, bis hin kombinierte Musik, nicht, oder Weltmusik. Ja, es gibt so viele Stilistiken und jeder hat ihre eigene Gesetzgebung. Vielen Dank. Bitte, bitte.